Wieso können wir überhaupt etwas verstehen und aussagen über unsere Welt? Damit man überhaupt irgendwas in dieser Welt feststellen kann, überhaupt, müssen wir in unserem Kopf bereits eine Vorstellung davon entwickelt haben, was eine Ursache ist und was eine Wirkung. Wir müssen in unserem Kopf bereits ein Gedankennetz haben, dass die Wirkung immer nach der Ursache kommt und nie vorher. Was war eigentlich der Anfang von allem? Der Anfang von allem war nämlich eine Ursache, die selber keine Ursache hatte. Kausalität definiert den Rand unserer Erkenntnismöglichkeit.